Ja, und da bin ich auch schon wieder und dann gehen wir gleich mal weiter. Hier haben wir eine Tür, die natürlich nur One Way ist. Und ja, ich fürchte, jetzt wird es ein wenig ruhmreiches Blatt geben, was wir unseren Annalen hinzufügen müssen. Erstmal erzählt uns der gute Beholder noch: A bond awaits each class. Now we are free to kill you. Ja, jetzt kommt das Problem. If it opens and more emerge. Ich weiß nicht, wie man diesen Kampf schaffen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Also guckt es euch an. Es ist. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich ihn immer gemacht habe und jetzt auch mache. Dum, 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 dum. Dülü. Dum, 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 dum. Dülü. Ja. Wenn man Pech hat, sind die Beholder vor einem dran, dann klappt das manchmal nicht. Victory! Entschuldigung. Ja, wie gesagt, so, das ist die einzige Methode, mit der ich diesen Kampf schaffe. Nicht schön, aber naja. So, dann, wo will ich denn jetzt hin? Jetzt haben wir ja noch ein bisschen was zu tun hier. Every weapon shimmers for a moment. Mages feel their spells slip away. Dim shapes flicker in the center of the room. Your breath mists before you. Ja, wenn ich da jetzt in die Mitte gehe, gibt es einen Kampf gegen, oh Gott, ich weiß gar nicht, unangenehmen Untoten. Ich glaube Vampire, ich weiß es nicht genau. Könnten auch. Oder Liches. Also ist auf jeden Fall etwas, was man vermeiden kann, indem man hier lang geht. So. So. Aber die Zufallsbegegnungen bleiben davon natürlich unbenommen. Die gibt es weiterhin. Wie schön. Danke, Spiel. Na gut. Jawohl, du. Dann. Achso. So. Wo ist das Schild? Da. Und irgendwas hast du, fehlt dir noch. Ah, hier. So. Merke bei Vampiren möglichst viel Rüstungsklasse. Beziehungsweise möglichst wenig. So. Hä? Also. So, so, so. Das aus, das aus, das aus, das an, das an, das an. Also mit Beheaden habt ihr das gerade nicht so, wa, Freunde? Ich meine, wäre halt irgendwie cool, wenn das mal ginge. Achso, wir sind noch slow. Aha, wie nett, wie nett, wie nett. So, du bist schon mal hin. Oh Gott. Oh Gott. Da, 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 da. Da. Und da. Dum, 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 dum. Oh. Oh wow. Ihr seid aber richtig gut drauf, Leute. Ich merke schon. Hose! Come on. Haha. Na komm, das ist doch nur eine Zufallsbegegnung. Habt euch nicht so.
Na, Gott sei Dank. Oh, na, endlich mal beheaded. Das passt. So. Kann schon wieder aufsteigen. Wahnsinn. Nö. Move. Undead issue from the room beyond. Oh Gott, was haben wir hier? Das war doch relativ... Yep, nur langwierig. Ansonsten Pille-Palle. Aber davon kommt gleich, glaube ich, noch ein Kampf. Also die Challenge, wie gesagt, auch definitiv eine Geduldsprobe. Da. Was ich jetzt schon mal machen werde, wenn ich dran bin. Faster. Dass vielleicht ein Tucken schneller geht. Naja, das ist ein bisschen zu schnell. So. Bum, bum. Bum, bum. Ja, wow. Na komm. Oh Gott, er trifft ja. Das ist da alles nicht zu fassen. So richtig viel passieren. Man kann nur hoffen, dass man nicht allzu oft getroffen wird, damit man so ein bisschen seine Hitpoints konserviert, aber ansonsten ist das ja hier nun wirklich kein Ding. Was natürlich nicht hilft, ist, dass durch den erhöhten Schwierigkeitsgrad die auch alle viel mehr Hitpoints haben, was das Ganze wieder nur langwieriger macht. Hurra! Hurra! Bum, bum, bum! Ach, du willst auch mitspielen. Ach, da steht noch, stehen noch mehr. Aber ihr wart's dann. Ihr seid's dann aber auch, oder? Na, war's das jetzt? Ja, danke schön. Another force is forming in the next room. What do you do? Advance hilft ja nix. So, genau der gleiche Kampf nochmal. Sehr innovativ Spiel. Oder haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee, genau das gleiche. Wie schön. Es sind unglaublich spannend, diese Kämpfe, ich weiß. Ich genieße sie auch. Oh Mensch, ein Feuerball und die Sache wäre sofort vorbei. Aber nein, Spiel, nein, Spiel.
irgendwann werde ich mich auch, also das ist quasi jetzt, werde ich mich auch richtig darüber ärgern, dass ich nicht ausprobiert habe, nämlich noch nie, ob die verdammten Zauberstäbe, die wir ja en masse im Lager liegen haben, in dieser Situation funktionieren. Das habe ich nämlich stumpf noch nie gemacht. Und auch jetzt habe ich es wieder vergessen. Weil das wäre ja nun doch eine ganz hilfreiche Aktion, wenn man hier jetzt so eine Wand of Fireballs hätte. Dam, dam. Mein Gott, wie spannend. Wärtner lässt sich da lieber nicht mitkämpfen mit seinen paar 20 Hitpoints da. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Müssen ihn ja doch nur anderthalb Mal treffen und dann. So. 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 Tja, wenn wir doch nur alle Maces hätten oder Flails oder Hammers. Dumm, diddle, dumm. Ja, die Reihen lichten sich langsam. Sehr langsam. Gleich haben wir es. Nö. No. A cleric could destroy the altar. What do you do? Destroy. Chrysania succeeds. The altar crumbles to dust. Gut. Bringt uns zwar nicht mehr wirklich was. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was, ob das jetzt, ob man jetzt weniger Zufallsbegegnungen hat oder was auch immer. Also gut, es gibt Erfahrungspunkte, aber das ist Crusania zum Glück eh egal. So, nicht in die Mitte gehen. Und ich würde sagen, bevor ich hier reingehe, schneide ich mal wieder das Video und mache das dann im nächsten. Bis dahin, tschüss.